Ja, hallo im Wald zu einer neuen Kräutertour. Mein Blick in den Auwald, es ist Frühling, es ist langsam immer grüner, schaut mal hinter mir und vielleicht finden wir auch den ein oder anderen Pilz. Auf jeden Fall ist es schön, es ist relativ warm, es hört auf zu regnen und der Korb ist schon relativ voll. Und los geht's. Und heute sind wir natürlich hier gleich am Rhein, zeige ich euch gleich, und haben den ersten Pilz gefunden. Und das ist ein Stielporling. Also man kann es sehen, Stiel, nicht? Und hier die kastanienbraunen Farben. Der Kamerad ist vom letzten Jahr und da kann man sehen, dass der so ja, beweglich ist und dass der wirklich so stabil ist, dass der den Winter zwar nicht übersteht, aber dass das fast so aussieht. Das ist der kastanienbraune Stielporling. Und das ist durchaus ein essbarer Pilz, wenn er jung ist. Und das kann ich euch später im Jahr mal zeigen. Ihr seht, der ist richtig elastisch und jetzt gucken wir uns den mal näher an. So, und hier könnt ihr das mal richtig beobachten. Hier kann man auch mal ein bisschen von unten anschauen, da kann man das ganz gut sehen. Also ihr seht die Poren hier ganz klar und hier auch den Stiel, der eben auch so dunkel gefärbt ist. Und wie gesagt, der Bursche ist natürlich ein Saprophyt, der wächst hier auf dieser alten Weide. Und der darf hier natürlich weiter, ich weiß nicht, wahrscheinlich verbreitet er keine Sporen mehr, aber der darf hier für Nachkommen sorgen. Der erste Pilz, sehr schön. Hier hat Pilzjunge einen riesen Fund gemacht und das freut uns. Und wenn man den mal genau anschaut, sind das natürlich wunderschöne Heil- und Vitalpilze. Ihr habt sie schon erkannt. Und wenn man so ein Glück hat, das hast du ganz toll gemacht. Schau mal, wunderschön. Und klassisch wächst der mal auf so einem typischen getretenen Ast. Ich nehme den hoch und guckt euch das mal an. So muss das aussehen. Also du hast die Mahlzeit gefunden für heute. Ich bin völlig begeistert. Ich sehe schon einen herrlichen Pak Choi mit Schafskäse und diesem wunderschönen Moerpilz. Klasse gemacht! Ja, so schön kann Pilz sammeln sein. Schaut mal, da ist eine Turmschnecke. Ihr seht, hier ist es feucht. Und hier könnt ihr einen herrlichen alten Holunderast sehen. Und da hier von unten und hier schaut euch das mal an. Also, so kann das aussehen. Und da kann man doch nur eins sagen. Das Abendbrot ist gefunden. Toller Fund! So, beeil dich! Komm, ab in den Busch! Du weißt, auf der anderen Seite des Rheins ist es gefährlich. Hier nicht. Und hier haben wir natürlich eine ganz tolle Gegend. Wir haben Brennnesseln und die nehmen wir uns gerne mit. Und schaut mal, was da drunter ist. Da ist natürlich ein wunderschöner Prachtbecherling. Hier der zinnoberrote Prachtbecherling in Bestform und der ist noch ganz frisch und wunderschön. Ich habe euch da ein Bestimmungsvideo dazu gemacht. Ja, dieser Pilz ist ein essbarer Pilz. Man sieht, er ist leicht gestielt. Die hellere Unterseite, die wunderschöne, fast wachsartige, ja, hier Becherform. Der ist etwas älter. Man sieht, der ist schon nicht mehr so ja, eingerollt und Kameramann macht das ganz gut, danke dir. Und da haben wir eigentlich einen essbaren Pilz, aber das ist einer, der ist so schön, den lassen wir hier und der darf hier im Wald bleiben. Ja, und hier hat Pilzkind auch einen Pilz entdeckt und zwar, schaut euch das mal an, wahrscheinlich ein Kohlenkugelpilz. Natürlich jetzt nicht essbar und der ist auch schon sporenreif. Wenn man den mal durchbricht, kann man das ganz gut sehen. Jetzt ist es feucht, nicht? Aber die würden sich dann hier verbreiten. So, also, auch ein wunderschöner Pilz. Schaut mal, Kohlenkugelpilze. Ja, Pilzfreunde, und vielleicht mal ein kleiner Rundumblick, durch was wir uns heute, ich wollte schon sagen, durchkämpfen. Nein, wo wir heute die Pilze suchen. Und ihr seht schon, in diesen Tagen sind die Auenwälder hier am Rhein mit Pappeln, Eschen, aber auch durchaus hier natürlich wieder mit Weiden ein gutes Refugium, um sich mal umzuschauen. Schauen wir doch mal, was der Tag bringt. Und da hinten natürlich Vater Rhein. So, Pilzfreunde, und schaut mal, hier in den Auwäldern direkt am Rhein, also wir sind hier in der Umgebung von Freiburg, Fessenheim, Borgheim, so in dieser Umgebung. Ja, da finden wir doch immerhin wieder die ersten Pilze. Und
Ich habe natürlich heute Verstärkung mit. Pilzkind ist der Kameramann. Kommst du zu mir? Schau mal. Und hier, da kannst du mal filmen, haben wir was entdeckt. Genau, machst du super. Und das sind natürlich, jetzt dürft erstmal ihr raten, Pilzfreunde, wunderbare essbare Pilze. Nun, an diesem Baum wachsen hier ganz klar wieder die Judasohren. Die nehmen wir gern mit, ihr wisst das schon. Wer Heil- und Vitalpilz-Fan ist, so wie wir das sind, der nimmt natürlich solche Pilze gerne. Und hier kann ich euch gleich mal einen möglichen Verwechslungspartner zeigen. Also jetzt ernten wir erstmal hier und wenn man mal schaut, wenn man da eine Stelle hat, findet man ganz gut eine Handvoll Pilze. Und das ist natürlich super. Wenn euch Rezepte interessieren, wie bereitet man die am besten zu, dann schaut vielleicht mal in unserem Kanal. Denn die Burschen, hoppala, die schmecken recht gut. Allerdings haben wir auch eine Weile gebraucht, um unsere Rezepte zu finden. Also, die steckt mal ein. Und jetzt können wir mal schauen. Wir haben hier vielleicht noch mehr. Aber ich wollte euch hier den Verwechslungspartner zeigen. Und der wächst da drüben. Und das hier, wenn wir es uns mal näher anschauen, ich habe euch mal ein paar abgemacht. Das ist natürlich ein Pilz, der sieht auf den ersten Moment relativ ähnlich dem Judasohr. Ja, schaut mal, es hat viel geregnet, aber trotzdem kann man jetzt mal die beiden im Vergleich sehen. Das hier ist natürlich ein Pilz, der sieht im ersten Moment so ähnlich aus und ist auch so wabbelig. Aber ihr seht, der ist hier mehr so ausgefranst, hat eben aber auch solche, ja, Strukturen, die, wenn es richtig fest ist oder richtig, sagen wir mal, trocken ist, eher so an Trameten erinnern. Wenn es hier feucht ist, und das ist es ja noch, dann ist das die Oberseite des Pilzes und das ist so langhaarig und filzig. Und das ist natürlich ein Ohrenlappenpilz. Per se jetzt nichts furchtbar Giftiges, aber wenn man so von der Unterseite wachsen sieht, den Judasohren nicht unbedingt unähnlich. Das ist wieder die Oberseite hier, der filzige Ohrenlappenpilz. Und von unten, wenn man den mal rausmacht, hat er eben auch hier solche Lappen, solche Ohren, aber so ein ähnliches Aussehen. Ne? Judasohr, Ohrenlappenpilz. Von unten durchaus ähnlich, von oben klar zu erkennen. Also, ein wunderschöner Kamerad. Und schön, dass ich den euch zeigen darf. Die bleiben natürlich da. Schauen wir uns noch mal in Ruhe an. Judasohren oben auf den Stamm, nicht? Hier. Und ihr habt es ja schon oft gesehen. Und hier der Ohrenlappenpilz am Stamm. Ja, und wo einer ist, da ist auch noch einer. Und schaut mal, hier kann man das ganz gut sehen. Ich versuche es mal rauszuheben. Die Burschen wachsen als natürlich hier Saprophyten, also zersetzende Pilze, auf diesem Holz. Ihr seht, ein wunderschöner Kamerad, aber der darf natürlich da bleiben. Schön. Obwohl es die gar nicht so selten gibt dieses Jahr. So, wir sehen hier natürlich wieder einen schönen Wald. Wir sehen jede Menge Holunder, Bärlauch. Ja, und hier schauen wir uns noch ein bisschen um. Und so können Pilze auch aussehen. Wunderschön. Fast wie mein Ohr. Ein toller Fund. Alles voll Judasohren. So, und jetzt nehmen wir die natürlich mit. Also, wunderschöne Ohren, Judasohren, Moerpilze. Schaut euch das an. Also, da muss man doch sagen, da sind richtig große Kameraden dabei. Wunderschöne Pilze, herrlich, diese wunderbaren, auch ein bisschen glänzenden, ja, feuchten Pilze, diese haarige Oberfläche und unten drunter diese schönen, ädrigen Strukturen. Relativ fest und im Bestzustand. Also viel größer werden die nicht. Und wen Heil- und Vitalpilze interessieren, der kann vielleicht mal unser Heil- und Vitalpilz-Video schauen. Da habe ich euch medizinische Anwendungen, die Inhaltsstoffe erklärt, aber auch, es gibt tolle Rezepte zu diesen Pilzen. Denn wenn man sie findet, ist das eine Sache, man muss die aber auch zubereiten. Eine Schönheit, schaut mal hier. Und auch gern am Holunder zu finden, nicht? Interessanterweise. Also hier wieder ein österreichischer Prachtbecherling, ein zinnoberroter Prachtbecherling. Dieser wunderschöne Pilz hat viele Namen. Wunderschön, schaut mal.
Heute scheint der Tag der Judasohren zu sein. Ich kann euch sagen, von der Woche waren die noch nicht da, denn da waren wir jetzt schon mal da. Die sind alle frisch gewachsen und das geht recht beeindruckend schnell. Schaut mal, was die für eine Größe haben. Und ich würde sagen, heute haben wir einen Korb voller Judasohren, was mich richtig freut. Also, hier sind ganz viele. Also, das ist doch einfach mal schön und ein Genuss zu ernten. So, jetzt rede ich mal nicht so viel, schaut es euch einfach an. Das ist doch Entspannung im Wald. Und prickelnd ist es auch, ich sag's euch, Frühling, nicht? Ihr könnt sehen, die Brennnesseln gleich neben mir. Macht gar nichts, die nehme ich nämlich auch gleich noch mit. Denn das sind natürlich hervorragende Kräuter, auch gerade für die Zubereitung dieser Burschen. Und ihr seht schon, da ist schon was mit im Korb gelandet. Und da landet noch mehr davon. Denn die werden ganz, ganz doll am Ende zusammen schrumpeln. Ihr seht hier wunderbar, guck mal hier, das Labkraut, Klettkraut, herrlich. Dann haben wir hier verschiedene Taubnesseln und natürlich den Bärlauch. Also, die Kräuterrunde kommt erst nach der Pilztour. Dann haben wir auch für unsere Rezepte die ganzen Kräuter mit hier. Besser geht das nicht. Schauen wir noch mal rum. Ja, Kräuterfreunde, was natürlich bei unserer Kräutertour nicht fehlen darf, ist diese schöne Pflanze. Also ihr seht schon, diese Blätter sind relativ unverkennbar, insbesondere wenn sie etwas größer sind und die Pflanze etwas älter ist. Daneben wächst fast immer das Schaboxkraut, also auch hier. Aber man sieht, die Blätter sehen zwar irgendwie ähnlich aus, aber sind sehr viel größer. Sie sind deutlich mehr geadert und man kann auch wirklich hier, wenn man sie reibt, manchmal den Geruch von Knoblauch wahrnehmen. Das ist die Knoblauchsrauke natürlich. Manchmal ist das aber je nach Wetterlage auch recht schwach wahrnehmbar. Ja, hier kann man es jetzt wahrnehmen und ich sammle die immer kurz bevor sie blühen. Das ist natürlich ein Kreuzblütengewächs, das sieht man jetzt hier noch nicht. Aber der Grund ist ganz einfach, weil dann eben dieser Gehalt von diesen ätherischen Ölen, den Senfölen, die da drin sind und diversen anderen Inhaltsstoffen, recht hoch ist. Also das ist eine Pflanze, wo ich im Prinzip gerne immer nur die obere Triebspitze nehme mit dem Blütenansatz. Der Rest, der darf auch hier weiter wachsen und der ist mir am aromatischsten. Die Blätter schmecken manchmal so ein bisschen eigenartig, zumindest für mich. Deswegen verarbeite ich nur die Blütenansätze. Aber eine tolle Pflanze, nicht? Also auch hier eine schöne Ergänzung zu unserem Kräuterkorb. Schaut mal. Ja, wenn ich dann natürlich diese Pflanze finde, wenn die richtig schön ist, also hier im Wald wächst und noch kurz vor der Blüte, also noch relativ sozusagen frisch, dann nehmen wir uns gern etwas mit. Wir nehmen natürlich die Blätter, die noch richtig gut aussehen, wo noch keiner dran rumgeknappert hat. Und natürlich ist ja einfach zu erkennen, dass der Löwenzahn. Also hier Taraxacum officinale natürlich, da ist der Name Programm, nicht das Taraxizin da drin, ist natürlich ein Bitterstoff, hauptsächlich in der Wurzel gebildet, mit in die Blätter transportiert, aber als junger Löwenzahn wirklich lecker und schmackhaft. Die älteren Pflanzen dann auch später im Jahr werden dann recht bitter, da esse ich sie nur noch bedingt und ab und zu mit, weil sie trotzdem zu empfehlen sind, insbesondere eben auch zur Entgiftung oder zur Entlastung von Leber und Galle. Also sie regen ganz klar, wie die meisten bitteren Sachen, den Gallefluss stark an. Und jetzt sieht es noch besser aus. Ja, und da ernten wir hier noch welche. Übrigens, ihr könnt auch diese wunderbaren Blüten, solange sie noch so klein sind, geschlossen, nicht, wo einfach noch niemand da drin rumgeknappert hat, ebenfalls mitnehmen. Die kann man auch wie Kapern einlegen, das werde ich vielleicht mal machen, wenn ich da jetzt dazu komme, kurz bevor die Hauptblüte beginnt. Das ist echt eine leckere Sache. Man muss gar nicht in die Ferne schweifen, denn die guten Sachen, die liegen nämlich ganz nah vor eurer Haustür. Nicht Unkraut rausreißen, aufessen. So, und da haben wir hier noch so eine schöne, die ist auch perfekt. Schaut mal, so richtig jung, knackig, hochgewachsen, also das, was im Garten wächst, das hat den Vorteil, dass man weiß, dass es Bio ist. Das gibt es bei mir auch zu essen. Aber hier im Wald ist es auch Bio. Wichtig ist, wie immer, und da guckt auch vielleicht mal in die Community-Beiträge, also einfach mal schauen, dass man das nicht an Wegkreuzungen sammelt, das Thema von den Füchsen mal wieder. Aber ich habe so viel schon dazu gesagt und geschrieben. Heute lassen wir uns das mal ein bisschen hier einfach mal auf der Zunge zergehen und schaut euch diesen schönen Korb an.
So, schaut mal, sind sie nicht einfach schön, diese Bärlauchwälder? Da nehme ich mir gleich noch ein bisschen was mit. Und jetzt natürlich die Ernte. Also, wenn man so wunderschöne Pilze findet, dann kann man da natürlich seinen Korb gut mit füllen. Schaut euch das an, die kleinen hier, die lassen wir, aber die großen, die sind natürlich im Bestzustand. Und ihr seht, gern auf der Unterseite wachsen die, wo es feucht ist. Also wenn ihr sie von oben nicht seht, schaut euch die Stöcke, oder hier in dem Fall ist es schon fast ein Holunderbaum, also noch richtig mustergültig, auch von der Unterseite an. Und da kann man die dann gut erkennen. Hier, schaut. So, und jetzt ernten wir hier diese wunderschönen Pilze. Ganz tolle, frische Exemplare. So. Also das freut mich. Das wird ein lecker Abendbrot und vor allen Dingen ein gesundes. Heil- und Vitalpilze. Und das ist natürlich etwas, was mich besonders freut, denn ich bin ja ein großer Fan und esse die eben auch wirklich gerne, wenn man sie weiß, wie man sie zubereitet. Am Anfang haben wir da auch so ein bisschen unsere Problemchen gehabt, aber mittlerweile gibt es tolle Rezepte, auch im Kanal. Schaut mal, da könnt ihr das gerne auch mal nachprobieren. So, und jetzt muss ich hier diesen Ast auch hochheben. Ihr seht, das kann auch anstrengend sein. Der ist nämlich schon was schwerer. So, jetzt nehmen wir die alle mit. So, die ganz kleinen lassen wir dran. So, ich denke, das reicht. Ja, und irgendwie scheinen wir dieses Jahr mit den Judasohren so Glück zu haben. Pilzkind hat weitere entdeckt, die nehmen wir gerne. Und die kann man auch ganz toll trocknen und kann sie auch dann später verwenden. Ja, auch die chinesische Morchel genannt. Jeder, der schon mal beim Chinesen war, kennt diesen Pilz. Und bald kommt auch noch mal ein Vergleichsvideo von den Verwechslungspartnern. Dann immer mal schauen. Also so ein Holunderwald ist natürlich für solche Zwecke ideal. Prachtbecherling! Sehr gut. Und da ist wieder einer. Also ihr seht, die Burschen sind hier überall. Man könnte ja dann doch vielleicht mal hier einen essen. Aber hier kann man sozusagen hier auch wieder sehen, gestielt, wunderschön auf dem Holz wachsend. Und hier sogar mit Wasser. Also ist feucht genug. Schöner Kandidat. Ja, der Regen hat aufgehört. Wir beenden jetzt unsere Kräutertour. Und es ist wie immer eine Kräuter- und Pilztour. Also ihr seht, wir haben den Bärlauch hier. Wir haben hier die Taubnesseln und hier die rote Taubnessel, die Brennnessel, wunderbare Heilpflanzen oder auch tolle Küchenkräuter. Und so werden sie natürlich im Salat bei uns zusammen mit diesen wunderschönen Judasohren heute gegessen. Also, ein Bild. Der Frühling ist da. Also ihr seht, Bärlauch, das riecht herrlich, oder? Einfach nur auf dem Arm schon. Ihr seht natürlich daneben die Knoblauchsrauke, dann eben hier die Nesseln, kann man das sehen, und die Brennnesseln, was zusammen einen herrlichen, ja, wunderschön durchgewockte Pfanne angeht, dann am Ende chinesischer Art mit den Judasohren als Heil- und Vitalpilz mit an Bord. Und wenn ihr Lust habt, das auch zu machen, kein Problem. Die Pilze sind überaus häufig, die Kräuter gibt es nahezu überall und das Rezept gibt es bei uns im Kanal. Also einschalten, mitmachen, genießen. Bis bald im Wald.